Hi, heute schauen wir uns das Panning Sisters Update an, Leute. Ja, ein Produkt ist leer geworden. Ansonsten habe ich tatsächlich gar nicht so ultra viel reingehauen, glaube ich. Naja, aber ich habe mir Mühe gegeben, wie immer, denn ich teste halt immer super viel. Und wenn ich dann halt so wie heute zum Beispiel einfach nur irgendwie einen Look schminke, wo ich mich fertig mache, um mich hier hinzusetzen, dann verwende ich meistens dann diese Produkte. Ich habe auch fast ausschließlich dekorative Kosmetik in diesem Project Pen drin. Das machen meine Kolleginnen manchmal ein bisschen anders. Bei mir ist es nämlich so, dass ich überhaupt keine Probleme habe, Pflege aufzubrauchen. Bei mir ist es eher so, dass ich wirklich, was dekorative Kosmetik angeht, einfach viel zu sprunghaft bin. Und deswegen, ja, als Meloflori, die liebe Melli, dieses Projekt quasi gemacht hat, habe ich mich angeschlossen. Ich habe mich eingehakt, weil ich mir gedacht habe, hey Leute, ganz ehrlich, ja, das muss ich auch durchziehen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wann die Produkte hier teilweise mal leer gehen, weil die sind manche davon wirklich seit Anfang an mit dabei. Ja, yeah, mal gucken. Ansonsten, neben Meloflori haben wir ja auch die wundervolle Katrin von Katrins Welt und so mit dabei. Ja, Steffi ist mit dabei von Steffi Loves Beauty. Caro ist mit dabei, CB1978. Und falls du Bock haben solltest, dich auch diesem Projekt anzuschließen und auch irgendwie Social Media regelmäßig machst, also Instagram, YouTube oder so, ne? Dann schreibt das gerne in die Kommentare, dann nehme ich das gerne mit in die Gruppe, dass man das dann einfach da nochmal bespricht. Und ja, genau, so, dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Wir starten auch tatsächlich mit dem Schmankerl des Ganzen. Und zwar habe ich aufgebraucht von Natasha Denona den Face Primer, den Face Glow Primer. Und ich finde ihn sehr, 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 sehr gut. Ich glaube, den gibt es auch gar nicht mehr zu kaufen, aber ich fand ihn sehr, 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 sehr gut. Und ja, fand es einfach schön, den zu verwenden. Ich konnte das halt immer, wenn ich mich hier so zwischendurch geschminkt habe quasi oder wenn ich halt aus meinem Alltag nach oben gekommen bin, den drauf machen und ich wusste, egal welche Foundation ich danach drauf trage, es wird funktionieren. Oder wenn ich halt eine super glowy Foundation, Primer-Geschichte verwendet habe, habe ich mir das als so eine Art Pflege manchmal nochmal drunter gegeben, ne? Und ja, einfach so ein super gutes Schweiz-Produkt, weil das mit allem irgendwie gut funktioniert hat. Ich habe es aber halt bei Lookfantastic zum Beispiel nicht mehr wiedergefunden. Also halt nur, dass es ausverkauft ist, was ich sehr schade finde. Es gibt den High-Gen-Primer von Natasha, aber der ist auch nicht für jeden, glaube ich, geeignet, weil der sehr, sehr ölig ist. Der hier wäre wirklich so ein Allrounder-Produkt gewesen, weil der hat auch so ein bisschen Glow mit in die Haut gegeben. Naja, mochte ich sehr gerne, habe ich jetzt zuletzt aufgebraucht. 4,8, du meine Güte, 6,8. Da habe ich ganz, ganz toll geschrieben, gerade in mein Heftchen, denn ich habe hier so meine Aufstellung und ich habe jetzt auch schon ein Jahr voll tatsächlich. Ich bin ganz aufgeregt, denn ich bin gestartet am 1.7. Da war ich noch ganz fleißig und habe immer zum 1. des Monats gewogen. Mittlerweile habe ich jetzt am 17.6. gewogen. Hehe. Es ist ein bisschen, also quasi einen Monat und eine Woche her, dass ich das letzte Mal gewogen habe. Aber na, egal. Ja, dafür mit ins Projekt kommt rein. Auch so ein Ding, was ich irgendwie als die Schweiz ansehe, und zwar ist es von Revolution Pro, die Miracle Cream. Die ist zwar sehr, sehr stark parfümiert, ne? Also ist nicht jedermanns Sache, aber ganz ehrlich, ich würde die jetzt nicht einfach so als Gesichtscreme verwenden und als Primer ist mir die halt auch einfach mit zu wenig Besonderheit dabei, also ähnlich tatsächlich wie bei dem hier, sodass ich da tatsächlich sage, okay, ich nehme die jetzt hier mit ins Projekt, weil dann wird sie aufgebraucht, sie ist auch relativ sperrig in der Sammlung, aber es ist an und für sich ein gutes Produkt. Ist jetzt nicht unbedingt das beste Produkt im Sommer, ne, weil es halt wirklich sehr reichhaltig ist, aber ich mag es. Also ihr bekommt die, wenn ihr möchtet, übrigens auch bei Lookfantastic, wo ihr mit Claudi Welt drauf sparen könnt. Alle Produkte, die es noch gibt, sind in der Infobox verlinkt. Schaut gerne mal rein, die ist immer sehr fresh. Und ja, da starte ich jetzt mit 156 Gramm, inklusive Verpackung. Wir haben hier 50 Gramm Produkt oder 50 Milliliter Produkt drin. Und ich hatte die auch schon ein, zwei Mal vorher verwendet, ne? Ich mag die. Deswegen habe ich sie mit reingenommen. Das macht für mich einfach durchaus Sinn. Genauso wie ich hier auch zum Beispiel den Regeneration Concealer von Nabla sehr, sehr gerne mag. Den habe ich in der Farbe Ivory. Und ja, Light Ivory. Der ist ein bisschen dick, also da muss man ein bisschen aufpassen. Der funktioniert auch nicht mit jeder Foundation und der funktioniert auch nicht jeden Tag mit der Foundation, die ich jetzt drauf habe, die ich auch im Project Pen drin habe. Das ist ganz witzig. Und ja, den habe ich heute drunter gemacht und der sitzt so, so gut. Ganz am Anfang möchte der immer noch ein bisschen creasen, aber da sehe ich halt zu, dass ich dann nochmal, bevor ich mein Puder dann auftrage, hier noch so ein bisschen mit so einem, hier so einem Puffelding einfach nochmal drunter gehe, ne? Oder mit dem Schwämmchen oder so und dann halt erst den sette und dann hält er halt auch wirklich gut. Hat eine gute Deckkraft, ist nicht Full Coverage, ist eher so Medium, ne? Aber ich mag den sehr gerne. Das Einzige, was ich gar nicht mag, ist die Darreichungsform mit diesem Puffel, denn das habe ich eben noch ein bisschen sauber gemacht. Ja, das hat auch noch ein bisschen Gewicht runtergenommen, aber
Das spackt dir halt irgendwann echt zu, ne? Da habe ich aufgebraucht 0,61 und ja, das ist nicht so viel eigentlich für einen Concealer, aber es ist mehr als letzten Monat. Das ist ganz interessant, ne? Und jo, genau, ich mag den eigentlich wirklich gerne und den bekommt ihr bei Purish, wo ihr aktuell mit Claudies Welt 15 auf meiner Collection-Site 15% sparen könnt, wenn ihr möchtet. Da ist auch allerhand drauf. Ich habe die nochmal ordentlich voll geproppt. Als nächstes kommen wir, ich habe echt irgendwie gefühlt zu jedem Produkt einen Code. Das hört irgendwann auf, Leute. Keine Sorge. Aber es ist halt so, dass ich natürlich die Produkte, die ich in Kooperation bekomme, auch verwende. Ne? Macht durchaus Sinn. Das habe ich seit Ewigkeit nicht. Also der ist auch noch gut. Ne? Der ist auch nicht gekippt oder so, aber der hält offensichtlich sehr lange. Da ist auch sehr viel Produkt drin mit 50 Millilitern von Nee, der Liquid Bronze. Das ist der hier. Ich habe hier hinten drauf stehen, dass ich die Farbe B154 habe. Ich glaube, das ist die hellste oder zweithellste Farbe. Den habe ich heute auch drunter getragen. Ich finde den sehr, sehr schön. Ich gebe mir meinen Pumper einfach hier auf meinen Handrücken, ne? Und dann arbeite ich den einfach ein, auch direkt auf meine Foundation und dann noch den Cream Blush, Cream Highlighter. Und dann das Puder halt drüber. Und ich mag den. Also der ist auch richtig viel Produkt nach wie vor noch drin. Ne? Keine Ahnung, wann ich den mal aufbrauchen möchte. Auf jeden Fall habe ich hier jetzt 1,2 Gramm von aufgebraucht. Das ist wirklich verhältnismäßig sehr, sehr wenig gewesen. Ich habe den auch nicht so häufig verwendet, muss ich sagen. Ich mache das ganz gerne, dass ich halt sowohl Cream als auch Puderprodukte verwende in meinem Full Face. Einfach, weil das einfach hier auch besser mit den Lichtern und so aussieht. Oder wenn ich das halt langfristig auch verwenden möchte. Das heißt, wenn ich feiern gehe, wenn ich irgendwie auf ein Event gehe, wenn ich mich mit Leuten treffe oder so. Oder wenn es halt auch einfach wärmer ist. Das hält bei mir einfach dann länger. Ne? Das ist einfach dann widerstandsfähiger quasi. Und ich mag diesen Liquid Bronzer irre, irre gerne. Kann euch den absolut empfehlen. Der lässt sich toll verblenden. Und jedes Mal, wenn ich den irgendwie in einem Schminki anwende, dann komme ich immer irgendwie, oder bekomme ich immer ein, zwei Kommentare oder Nachrichten so, hey, das sieht unglaublich gut aus. Richtig gutes Produkt. Nee, ist eine Marke, die bekommt ihr bei Dalton. Das, also Dalton ist meine Skincare-Brand des Vertrauens. Und Nee ist die dekorative Kosmetikfirma. Die kommen aus Italien und die sind irgendwie mit Dalton verbandelt. Ich weiß nicht, wie die zusammenhängen, aber auf jeden Fall bekommt ihr Nee-Produkte im Shop von Dalton. Und da habe ich jetzt ab heute den Code BeautyCloudy für 20% Rabatt bei Dalton und halt auch auf die Nähprodukte. Also da könnt ihr halt nochmal ordentlich sparen, wenn ihr möchtet. Ne? Ja, gut. Dann habe ich ein Produkt von Kiko. Da habe ich keinen Code für. Entschuldigung. Das ist auch ein ganz, ganz altes Produkt. Mein Stift will nicht halten. Ich will mich hier so eine Art Lineal nämlich gerade hinlegen. Da nehme ich hier einfach gerade mal das... ja, mein Handy. Von Kiko ist das Deutsche Diva, dieser Cushion Highlighter. Und den haben die immer mal wieder in Limited Editions drin. Der ist auch wirklich Asbach, ne? Also keine Ahnung. Also der riecht nicht komisch, der fühlt sich nicht komisch an, der zersetzt sich nicht. Da ist noch alles irgendwie scheinbar gut mit. Und deswegen werde ich auch weiterhin versuchen, den aufzubrauchen. Auch wenn ich nur 0,26 davon aufgebraucht habe. Ja, Kiko, italienische Marke, die haben richtig tolle Limited Editions. Ich muss aber sagen, dass ich das irgendwie sehr, sehr schade finde, dass die so bei den letzten LEs die Preise nochmal intensiv angehoben haben. Also das hat mich persönlich auch ein bisschen gestört, weswegen ich dann da auch nicht unbedingt dann die LEs bestellt habe. Ne? Da warte ich dann lieber, dass die dann irgendwann im Sale sind und ich die dann ein bisschen günstiger schießen kann. Also Kiko ist nicht mehr so günstig, wie die mal waren. Die haben auch die Qualität verbessert, aber trotzdem finde ich das schade. Bin ich ehrlich. Das ist so ein Puffel-Highlighter. Ne? Genau. Und ich mag den sehr, sehr gerne. Der lässt sich einfach auftragen und der glitzert nicht. Der gibt aber einen schönen Glow und das sieht alles so juicy und gesund aus. Und ich mag den sehr gerne. Und ja, jetzt kommen wir zum nächsten Produkt. Da möchte ich gar nicht so viel. Wie soll ich das sagen? Das ist das Enzympeeling von Dalton. Ich möchte euch im Prinzip, damit, dass ich das in dem Project Pen drin habe, zeigen, wie wenig man davon braucht. Das ist nämlich die neue Verpackung, sonst war das ja in diesen Sachets. Und da hat man dann quasi ein Sachet für 2-3 Anwendungen genommen. Und das ist ein Produkt, was ja nicht günstig ist. So, also wir haben hier dieses Puderprodukt. Da sind insgesamt 20 Gramm drin. Das ist wirklich, wirklich viel. Ne? Und ja, genau. Auch da BeautyCloudy bekommt ihr 20% Rabatt drauf. Jetzt im Sommer, also wenn die Sonne halt an einem entsprechenden Punkt steht, verwende ich halt keine chemischen Peelings mehr, AHA, BHA, PHA, sondern Enzympeelings. Und das ist eine sehr milde Art und Weise, die Haut halt zu peelen. Und ich finde, das ist auch wirklich meine Haut wirklich verschönert. Enzympeelings sind schon gut. Ne? Auf jeden Fall habe ich hier tatsächlich nur 2,22 Gramm von aufgebraucht. Das muss man sich mal überlegen. Das Ding hält einem dann ja quasi 9 Monate. Ja, 8
9 Monate, ne? Und dafür ist es dann schon wieder fast günstig. Also du brauchst nicht viel davon. Man macht sich halt, also ich mache das unter der Dusche, wenn ich mein Gesicht halt schon gereinigt habe, einfach so ein bisschen auf meine Handinnenfläche davon, emulgiere das ein bisschen mit Wasser auf und dann kommt das auf mein Gesicht. Das massiere ich dann so ein Minütchen ein ungefähr. Dann lasse ich das auch ein bisschen drauf, peel in der Zeit zum Beispiel meinen Körper und dann wasche ich das Ganze runter. Und ich finde, dass es einfach im Laufe der Zeit das Hautbild so, so krass verschönert. Und das ist ein Produkt, das kannst du in der Schwangerschaft verwenden, in der Stillzeit. Du kannst es verwenden, wenn du halt im Sommer unterwegs bist, ne? Und ich mag das. Das ist eine hochwertige Verpackung, die du super unter die Dusche stellen kannst. Du hast da lange was von und ich finde es großartig. Also ich habe auch andere Enzympeeling-Puder schon verwendet und auch Enzympeelings. Und das ist tatsächlich mein absoluter Favorit. Ich bin sehr, sehr happy, dass Dalton jetzt im Mai ist es, glaube ich, gewesen, als wir den Brandtrip hatten, dass sie da halt die Verpackung geändert haben. Finde ich sehr empfehlenswert. Also ihr habt da lange was von und euer Gesicht wird es euch danken. Zweimal die Woche mache ich Enzympeelings und auch Körperpeelings. Das ist dann immer dienstags und freitags bei mir. Und ja, ich weiß gar nicht, ist nicht heute sogar. Heute müsste tatsächlich auch ein Livestream online gehen um 17 Uhr. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen auf Claudis Welt. Da sind Melli und ich zusammen live und dann seht ihr unsere Abendroutine und da werde ich dann auch wahrscheinlich das Peeling nicht am Freitag machen, sondern ich werde es dann am Sonntag machen, um euch das dann halt da nochmal zu demonstrieren. Das ist dann zwar nicht so unter der Dusche und so weiter, aber dann, also nicht so, wie es halt in meinem normalen Habitat wäre, aber ich zeige euch das dann einfach nochmal in Anwendung, wobei ich tatsächlich auch hier auf diesem Kanal schon mal so ein Video gedreht habe, wo man das Enzympeeling in Anwendung sieht, ist natürlich im i verlinkt. So, dann habe ich hier eine Foundation, wo ich mir gedacht habe, ach Mensch, da ist gar nicht so viel drin, die kannst du doch easy peasy aufbrauchen. Ist eine Stick Foundation. Und das ist das Problem. Die ist halt wirklich eine Zicke und deswegen verwende ich die nicht so gerne. Fenty Beauty, die Ease Drop Blur and Smooth Tint Stick Geschichte habe ich in der Farbe 1, trage ich auch heute. Heute hat die sich so, so gut auf meine Haut gemacht. Da habe ich nämlich von Purelay diese Lichtschutzfaktor Geschichte und die Pflegegeschichte ausprobiert. Und habe dann darüber halt quasi meine Sachen verwendet, wo ich gesagt habe, okay, das sind eigentlich Produkte, die ich kenne, wo ich weiß, wie die sich verhalten. Und ich war erstaunt, wie gut diese Foundation jetzt darauf sitzt. Das ist der Hammer. Richtig, richtig, richtig geil. Und ja, ist eine Stick Foundation. Und wie gesagt, ich habe halt gedacht, naja, komm, da sind halt nur ihre 9 Gramm drin. Kriegst du halt schnell aufgebraucht. Nee, wenn du in einem Monat 0,24 Gramm davon aufbrauchst, dann brauchst du da ein bisschen länger für, Claudi. Egal. Ja, die hat, nachdem diese Foundation rauskam, ich glaube, noch 2 weitere rausgebracht. Die haut ganz schön viele Foundations raus, die Rihanna, ne? Naja, gibt es bei Sephora zum Beispiel, ja. Und ich, wie gesagt, verwende die nicht so ultra gerne, aber wenn ich sie verwende, dann am besten, wenn ich halt eine richtig reichhaltige Base drunter habe. Das heißt, mit diesem Primer, mit der Miracle Cream zusammen wird das, glaube ich, auch richtig gut laufen. Dann habe ich hier ein Puder, was auch einfach Ewigkeiten halten wird. 0,55 Gramm habe ich von dem Too Faced Primed and Poreless Pore Blurring and Mattifying Face Powder aufgebraucht. Das ist echt so ein, ja, treuter Begleiter, ne? 6 Gramm sollen da nur drin sein, aber wenn ich mir so angucke, wie viel ich davon schon aufgebraucht habe, naja, das Hit the Pan is real, ne? Also da habe ich auch richtig schon ein dickes Pfannenende entdeckt, aber ja, es wird, glaube ich, irgendwann sehr, sehr interessant werden, wenn ich so an die Ecken komme, da muss ich nochmal gucken, wie ich das mache, weil ich bin jetzt kein Fan davon, das jetzt rauszukratzen, in die Mitte zu packen, neu zu pressen und so, dann wird es halt irgendwann aufgebraucht sein, ohne komplett leer zu sein. Ne? Macht auch durchaus Sinn, weil das Produkt ist richtig, richtig alt. Deswegen hatte ich das auch mit reingenommen. Aber an und für sich ein richtig gutes Produkt. Ich habe das auch komplett auf mein Gesicht aufgetragen. Und dadurch, dass diese ganze Base-Geschichte so richtig juicy war, ist das Ganze halt auch nicht todesmatt geworden. Also ich sehe so glowy aus. Das ist so krass. Naja, ein schönes Puder, was es so leider nicht mehr gibt. Deswegen mache ich euch keine lange Nase. Genauso ist es, glaube ich, auch bei diesem Bronzer. Den gibt es nur noch in der Glowy-Variante von Guerlain. Den Mini Terracotta habe ich in der Farbe 01 Claire. Und auch da habe ich gedacht, komm, 4 Gramm, ne? Easy. Das kriegst du wohl leer. Gar kein Problem, Claudi. Naja, wenn man in einem Monat 0,03 davon verbraucht, dann ist das nicht die Welt, ne? Also ich habe den, glaube ich, wirklich auch nur 3-mal verwendet. Naja, da dumm. Die anderen Monate waren es auch nicht so viel mehr. Da waren es auch irgendwie 0,14 und 0,13. Also da brauchst du auch nicht viel von dem Ding. Und trotzdem ist der relativ gut pigmentiert, weil ich halt irgendwann mal mit einem Spoolie oben die Oberfläche angekratzt habe. Ja, ist aber ein schöner Bronzer, der halt auch wirklich bronzy ist und ich mag den, aber wie gesagt, gibt es halt nicht mehr in der matten Variante. Letztes Mal mit reingenommen und vorletztes Mal, sage und schreibe 0,07 Gramm davon dieses Mal aufgebraucht ist dieser By Terry, auch das ist ein Produkt, das es so nicht mehr gibt, in der Farbe Sun Desire, dieser
Compact Expert Dual Powder Blush. Der hat nämlich in der Mitte diesen Glowy Kern und außen drumherum dieses Seidenmatte quasi. Ja, trage ich auch heute, mag ich sehr, sehr gerne, finde ich sehr empfehlenswert. Gibt es nicht mehr, war in einem Adventskalender oder so mal drin in dieser kleinen süßen Variante. Und das finde ich immer so schön, ne? Hallo, hier bin ich. Meine Kamera mag meine Lampe ganz offensichtlich lieber als mein glowy Gesicht. Ja, das ist ja auch ziemlich abgefahren, wenn ich hier so vor mich hinglänze. Naja, ist ein schönes Blush, aber wie gesagt, das gibt es jetzt leider so nicht mehr. Finde ich aber schön. Würde ich mir das so kaufen? Ich glaube nicht, weil es ist ganz schön teuer. 0,37 habe ich hingegen von diesem Lippenprodukt aufgebraucht. Gut, Lipgloss trägst du auch immer wieder nach, gar keine Frage. Das ist von dem Arthur Magic Finish Ultimate Lipgloss in der Farbe Frosty Sweets. Ja, auch da ist jetzt nicht die meiste Menge drin, 1,6 Gramm. Das heißt, da werde ich jetzt vielleicht noch 2-3 Monate vielleicht was dran haben. Ne? Ungefähr fast die Hälfte habe ich aufgebraucht. Ich finde den sehr schön. Ich kombiniere den ganz gerne mit dem Lip Liner Pillow Talk von Charlotte Tilbury. Und dann sieht das Ganze so aus. Mag ich. Ist sehr, sehr leicht und sehr, sehr schön. Die Glitzerpartikel spürt man so nicht, aber ich kann euch halt einfach empfehlen, dass wenn ihr die Adventskalender von M. Asam, diese Magic Finish Adventskalender habt, dass ihr auch diese kleinen Lippis verwendet. Die gibt es nämlich so in der Art und Weise nicht im Standardsortiment. Und hier hast du halt dieses Frosty Finish und tatsächlich diese kleinen Sparkles drin, was ich sehr, sehr hübsch finde. Ne? Und ja, genau, 0,37. Den habe ich letztes Mal mit reingenommen. Ja, ihr Lieben, das ist jetzt hier so mein Status Quo des Project Pen Updates. Ja, also ich persönlich bin schon stolz auf mich, weil ich habe ein Produkt aufgebraucht. Bei den anderen ist es so okay gewesen, aber dafür, dass ich halt so viel durcheinander immer wieder verwende, ist es okay. Genau. Ihr Lieben, schreibt gerne in die Kommentare, welches Produkt dekorativer oder auch pflegender Hinsicht ihr zuletzt aufgebraucht habt. Das würde mich sehr interessieren. Ach so, schaut auch super gerne bei meinen Kolleginnen vorbei. Das wäre mir eine Herzensangelegenheit, denn die sind auch super fleißig und brauchen richtig, richtig cool auf und geben euch natürlich dann richtig tolle Langzeit-Reviews zu den Produkten. Ne? Lohnt sich definitiv, ist in der Infobox verlinkt und wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!